Viele Konjunktur- und Unternehmensdaten stehen am Mittwoch, dem 20. August 2014, nicht auf der Agenda. Aber dennoch könnte es ein höchst interessanter Handelstag werden. Aber dazu kommen wir gleich. Zunächst wollen wir mal auf 8 Uhr schauen. Da werden nämlich die Erzeugerpreise für Deutschland im Monat Juli veröffentlicht. Man rechnet hier von Analystenseite mit einem moderaten Anstieg um 0,1% im Monatsvergleich. Und dann wird der Handelstag so dahin laufen, hoffentlich mit keinem neuen Störfeuer von irgendeinem der geopolitischen Krisenherde dieser Welt. Und dann werden die Marktteilnehmer schon dem Abend entgegenfiebern. Um 20 Uhr wird nämlich das Protokoll der jüngsten geldpolitischen Notenbanksitzung in den Vereinigten Staaten veröffentlicht, dem Treffen nämlich vom 29. und 30. Juli. Und da erhoffen wir uns alle natürlich einen Einblick, eine Tendenz über die aktuellen Überlegungen der FED von Janet Yellen und ihren Kolleginnen und Kollegen. Denn es wird ja immer wieder die Frage diskutiert, ob und wenn ja, wann denn die FED möglicherweise die Zinsen auch mal wieder anheben könnte. Die Inflationsrate, die jetzt kürzlich veröffentlicht wurde, liegt im Moment bei 2%, damit wieder etwas niedriger als vor einem Monat. Da kommt eigentlich kein großer Druck auf. Dennoch spekulieren nicht wenige darüber, dass die Zinsen möglicherweise schon im Frühjahr 2015 angehoben werden könnten. Andere, wie zum Beispiel Goldman Sachs, erwarten dies erst für das zweite Halbjahr 2015. Vielleicht gibt ja das Sitzungsprotokoll Aufschluss über die aktuelle Meinungsverteilung in dem entsprechenden Gremium. Ansonsten wird es dann zumindest am Donnerstag neue Erkenntnisse geben können durch das große Notenbanktreffen in Jackson Hole in Wyoming. Da kommen dann auch noch ein paar Finanzminister dazu. Und auch diesen fiebern wir hier natürlich mit großer Spannung und Interesse entgegen. Am Mittwoch werden dann auch noch ein paar Unternehmensdaten veröffentlicht. Die bekanntesten Unternehmen, die ihr Zahlenwerk präsentieren, sind dabei sicherlich Hewlett-Packard auf der einen Seite und Ströer Media hier aus Deutschland.